Hallo liebe Leute, willkommen wieder beim Maze King. Es ist jetzt Part 15. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es heute im Gegensatz zum letzten Video sein kann, dass das Video abstürzt. Letztes Video ist es nicht abgestürzt, zwar habe ich gar nicht bedacht, also umso größer war die Überraschung. Aber heute fürchte ich, könnte das Video durchaus abstürzen, also bitte nicht wundern. Es wird bestimmt mehrmals abstürzen und wenn es passiert, keine Sorge, ich werde das Video schneiden und ihr werdet es schon rechtzeitig bemerken. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht, okay? Dann fangen wir doch gleich einfach mal an. Bei Stage Mode waren wir. Ich versuche mich zu beeilen. Je schneller das Video fertig ist, desto weniger Speicherplatz braucht man auch dementsprechend. Dann fangen wir doch mal schnell an. Labyrinth Nummer 451 bis 475. Es geht los. 451. Gucken wir uns das mal an. Okay, da ist Sackgasse, dann gehen wir mal hoch. Und ich versuche mich mal nicht zu vertippen wie sonst. Das ist mal eine Herausforderung. Und die Konzentration aufrechtzuerhalten. Wichtig ist, die Konzentration bis zum Schluss durchzuhalten. Das ist die Herausforderung an der Geschichte. Dann gucken wir mal, ob ich das hinkriege. So, hier geht's lang. Um Konzentration zu behalten, sollte man nicht so am Anfang den ganzen Pulverfass verschwenden, also schön locker bleiben, versuche ich mal jedenfalls. Und nicht zu viel zu denken, aber auch nicht zu wenig. Mal gucken, ob das gelingt. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite, dann haben wir es ja schon fast geschafft. Müssen wir einfach nur dahin. Jetzt hoffe ich mal, dass der Weg stimmt, aber das müsste ja wohl stimmen. Die Zeit reicht aus, wie ich sehe, sehr gut. Dann gehen wir mal dahin. Ich hoffe mal, der Weg stimmt, aber es sieht so aus, ja. Na, geht doch. Na, geht doch. Okay. Erstes Labyrinth geschafft und es geht weiter. Wir beeilen uns und ich gucke auch sofort, sobald das wieder abstürzt, dann versuche ich das zu bemerken. Das wird hoffentlich nicht passieren. Jetzt gehen wir mal weiter runter. Es geht nach rechts. Das ist gut. Dann hier weiter nach rechts. Also es ist ein bisschen Intuition, aber es müsste wohl passen. So, und ich. Dann müsste es jetzt eigentlich nach unten gehen, so wie es aussieht. Dann versuchen wir es mal. Hier lang, ja. Jetzt müsste es nach oben gehen. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wir kommen näher und näher, wie ich merke. Das ist gut. Ja, wo geht's? Ich hab's. Ich hab's jetzt. Ich hab's jetzt. Ich habe von Ziel zurückverfolgt zu Start. So geht das auch, ja. Und somit haben wir das zweite Labyrinth gelöst. Das ist doch gut und es geht weiter. Ich beeile mich wirklich sehr jetzt heute. Das merkt man wohl auch. Ich will kein. Nicht, dass das Video abstürzt und ja. Ja. So, jetzt. Wie geht's weiter? Es geht wahrscheinlich erstmal nach unten. Ist aber ein bisschen so halb geraten, aber so. Ja, scheint. Ich vertraue einfach mal, dass es nach unten geht. So, jetzt geht's mal hier etwas weiter nach oben. Hier müsste es gehen, weil hier mehr Möglichkeiten gibt und weil es nach oben geht. Hier gibt es auch einige Möglichkeiten. Ich gehe mal. Es geht zwar erstmal nach unten, aber. Ja, wollte gerade sagen, auch nach oben, aber da ist Sackgasse. Okay, dann stimmt es wohl nicht. Ja, ich will keinen Second Try. Versuchen wir es mal weiter. Könnten wir noch schaffen, es könnte noch geschafft werden. Hier dann. Ah, es könnte knapp werden, mal gucken. Ich will es nicht im Second Try schaffen. Hier. Ah, nee. Nee, das war nichts mehr. Schade, sehr, sehr schade. Wenn ich mal gucke und es war fast. Wir hätten es fast geschafft, ja. Fast geschafft. Schade, schade, schade. Und so verliert man Zeit, ne? Also, Second Try sollte man nicht machen. Schade, schade, schade. Jetzt gucken wir mal weiter. Also den gleichen Weg nochmal, aber nicht vertippen. Nicht vertippen. Hier runter. Das war der Weg. Das ist alles Wiederholung, kennen wir ja schon. Tut mir auch leid, aber das ist jetzt manchmal so. Das dritte Labyrinth. Okay. So, es ging dann nach oben, so nach oben. Dann nach rechts, glaube ich. Und dann so auf diesen Weg nach oben. Und dann hier nach rechts. Nicht dieser Weg, sondern hier. Das ist etwas ungewöhnlich, was man nicht bedenkt, dass es dann hier etwas weiter weg vom Ziel geht. Ja, das muss man erstmal hinkriegen. Ja.
Ganz cool, ganz locker. Hier da so. Ganz locker. Schließen. Schließen. Sehr gut. Ganz locker. Weiter. Das vierte Labyrinth. 454. Gucken wir uns das mal an. Es geht, das Ziel befindet sich unten. Wir sind oben. Also muss es nach unten gehen. Die Frage ist, wann? Ich nehme an, jetzt, weil rechts Sackgasse ist. Dann gehen wir weiter runter. Es geht jetzt etwas rauf, aber dann müsste es nach unten gehen. Nee, das ist der falsche Weg. Aber hier müsste es sein. Ja, bisher läuft das gut bei der Labyrinth. Das ist gut so, so soll es auch sein. Ja, hier, und dann müsste es nach rechts gehen. Ja. Ja, das ist der einzige Weg, der übrig bleibt. So, jetzt müssen wir langsam kommen, hinkommen. Wie läuft dieser Knobel, eine kleine Knobelaufgabe am Ende noch. Aber auch das müssten wir auch locker hinkriegen. Sehr gut. Das vierte Labyrinth gelöst. Und jetzt kommt das fünfte Labyrinth. 455. Schaffen wir das auf Anhieb? Mal gucken, mal gucken, mal gucken. So, das Ziel befindet sich nicht ganz weit unten. Das ist interessant. Ist der Weg kürzer oder genauso lang? Das ist die Frage. Ich merke schon, mein Tablet wird heiß. Das ist ein schlechtes Zeichen. Das sieht nicht gut aus. Es kann sein sogar, dass es abstürzt. Mal gucken. Hab ein bisschen Angst. Hab ein bisschen Angst, ja. Das könnte schlecht werden. Mal gucken. Okay, es geht weiter rauf. Ich merke... Nee, es geht nicht weiter rauf. Nicht diesen Weg, nee. Aber hier... Nee, auch nicht da. Aber hier, genau da. Ja, haben wir es geschafft, auf Anhieb, sehr gut. Je mehr Labyrinth wir auf Anhieb schaffen, desto schneller kann das auch enden, das Video. Das ist gut. So, jetzt kommt 456. Mal gucken. Boah, wie heiß mein Tablet. Das macht mir echt Angst. Wird das noch was oder nicht? Mal gucken. War das jetzt der richtige Weg? Fragezeichen. Nach rechts geht's nicht. Nach oben. Ich nehme mal den Weg. Und das war Sackgasse. Okay, das war eine Falle. Scheiße. Damit ist der First Try gefährdet. Schaffen wir es weiter oder nicht? Das ist jetzt etwas... Sieht besser aus. Wenn das jetzt auch eine Sackgasse ist, dann haben wir endgültig verloren. Ah, aber es sieht gut aus. Es geht zwar erstmal nach oben, aber es ist ein langer Weg. Sieht gut aus. Ja, es könnte was werden. Aber nee, nicht da. Jetzt bloß kein Missbauen. Schneller rankommen. Ja, das bleibt übrig, das sieht man. Es geht bis zum rechten Rand runter. Perfekt! Sehr gut. Auf Anhieb geschafft. Ganz cool bleiben. Bloß nicht abstürzen. Sehr gut. Und weiter geht's. 457. Okay. Es geht dann von hier aus weiter rauf. Ganz locker bleiben. So. Ich nehme an, es geht hier rauf. Das kann ja nur das sein. Da geht's nicht weiter. Ist das eine Falle da oben? Könnte eine Falle sein. Aber ich riskiere es mal. Bevor ich noch zu viel Zeit verliere. Ja, es bleibt nur das übrig. Es kann nur das sein jetzt momentan. So, es geht dann jetzt wieder ganz nach oben. Es müsste der Weg sein. So, und das irgendwas stimmt nicht. Tja. First Try verhauen. Jetzt kommt der Second Try. Also, irgendwas habe ich falsch gemacht. Die Frage ist, was? Welcher Weg bleibt übrig? Welchen Weg habe ich noch gar nicht bedacht? So, hier scheint aber eine eindeutige Sackgasse zu sein. Habe ich nochmal geguckt, aber das ist eine Sackgasse. Hier ist auch eine Sackgasse. Nee, das war schon ein richtiger Weg. Das müsste der sein. Die Frage ist, irgendwas haben wir übersehen. Wo? Hier. Ich konzentriere mich jetzt sehr, aber ich sehe nichts. Ich
Ich muss irgendwas übersehen haben, es kann ja nur das sein. Wo geht's lang? Das kann nicht sein. Hä? Was stimmt nicht? Irgendwas stimmt nicht. Ich guck mal jetzt hier so. Okay, ich sehe eine Wandverbindung bis da, wo wir waren. Jetzt kommt der dritte Versuch. Das heißt, es kann gar nicht darauf gehen. Das scheint jetzt mal ein schwierigeres Labern zu sein. Untenrum. Aha! Sieh an, sieh an, sieh an. Das ist der richtige Weg. Unten lang. Es geht unten lang. Okay. Da war eine Lücke. Das denkt man gar nicht. Man will eher nach oben, aber unten war die richtige, war der richtige Weg. Okay. Oh, und seht dann. Und dann noch dieser Kniff hier. Zack. Okay, das war eindeutig ein schwierigeres Labyrinth. Da muss man schon... Ja, da darf man sich nicht täuschen lassen. Haben wir doch noch recht. Gerade, also für dieses schwierige Labyrinth haben wir das doch eigentlich gut hinbekommen. Das finde ich gut. Diese Anzeigen mit Sekunden gehen mir auf den Keks. So, weiter, schnell weiter. 458, wir wollen bis 475 kommen. Da haben wir noch einiges vor uns, aber nicht ablenken lassen. Schön auf das Labyrinth konzentrieren. Es geht weiter runter. So, hier, es geht weiter rauf. Okay. Es müsste das hier sein. Gucken wir mal da. Da ist... auch hier. Auch hier geht es wie beim letzten Labyrinth am rechten Rand hoch, indem man unten entlang geht. Das ist es, ja. Nein, nicht da, sondern hier rein. Wie beim letzten Labyrinth. Also hier auch wieder Korrespondenz dieser zwei Labyrinthe, wie wir es schon mal hatten. Und so haben wir auch das Ziel erreicht. 459. So, wir gehen mal runter. Es gab keine größere Sackgasse, das ist gut. So, rechts war Sackgasse, jetzt gehen wir mal weiter runter. Links ist Sackgasse. Geht weiter runter. Mhm. So, was haben wir da? Geht schon wieder am rechten Rand hoch, das wäre schon das dritte Mal. Aber es scheint so zu sein. Ja, ich sehe es wieder. Schon wieder so. Schon wieder so, ja. So. So, jetzt sind wir endlich mal bei Labyrinth 60 angelangt. Jetzt haben wir es nicht mehr so viel. Das ist gut. So, wie geht's hier weiter? Am unteren Rand wieder mal. Aber die können es ja nicht ewig so weitermachen, ne? Also die müssen sich auch schon mal was Neues einfallen lassen. Und das war eine Sackgasse, das können wir vergessen. Das können wir vergessen. Hm. Also unten scheint es schon mal entlang zu gehen. Und, das habe ich gar nicht gesehen, seht ihr? Hier. Haben bestimmt manche von euch gesehen, aber ich habe es nicht gesehen. Und seht ihr euch das mal? Zack, hier so rein, ne? Hier so. So rein. Das, darauf muss man auch schon mal kommen. Okay, das ist Sackgasse, dann muss es hier lang gehen. Also das ist der second try dieses Labyrinthes. Das war nicht so ganz so einfach. So, hier rein und dann zum Ziel. So, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Zack. 461. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Wo geht das lang? Upsala. Geht das schon zum Ziel? Nee, oder? Das war ein bisschen zu früh. Aber es geht schon ziemlich nah ran in die Richtung. Aber es war dann doch eine Sackgasse.
Es geht ein bisschen weiter rauf, es geht so quer nach rechts, interessant, aber es ist noch nicht das Ende. So, jetzt müsste es hier am rechten Rand gehen, weil die Wandverbindung bis dahin geht, also es bleibt nur das übrig. Und es stellt sich auch als der richtige Weg raus. Gut. 462. Achso, hier ist Sackgasse. Weiter, weiter. Da ist nicht. Dann gehen wir mal da lang. Sackgasse unten, weiter. Gehen wir mal nach links. Hier lang, nach unten. Weiter runter. So, hier ist Sackgasse. Weiter runter. Ja, darauf. Darauf, darauf. Darauf, sehr gut. So, und da haben wir auch das Ziel erreicht. So soll es sein. Nächstes Labyrinth. 463. Wie es mir heute geht, ja. Ganz gut. Ich fühle mich irgendwie besser, also auch konzentrierter. Das ist ein gutes Zeichen. Kann von mir auch so bleiben. Ja, Konzentration kann man immer gebrauchen, nicht wahr? Ja. Wo geht es weiter? Oh, es scheint hier lang zu gehen. In diesem Überraschungsweg hier. Ob das auch der richtige Weg ist, sehen wir gleich. Und ja, das scheint der richtige Weg zu sein. Das war aber ein bisschen auch so eine interessante Teleportation hier, so nach dem Motto, ne? Ein Weg, den man gar nicht bedenkt. Das war so in sich verschlungen. Also ich habe ja einen Artikel geschrieben, einen Blogartikel in meiner Labyrinth-Webseite. Wer es lesen möchte, kann es gerne nachlesen. Das heißt, so ungefähr wie das Gefühl der Teleportation. Also es wirkte für mich so, als würde ich teleportieren, weil der Weg so magisch war. Es war so verschlungen gerade eben. Ja. Das war so ein Beispiel, das Gefühl der Teleportation. Also wer will, kann es nachlesen. Wo sind wir hier? Hier runter. Es gibt jetzt viele Wege, sehe ich jetzt gerade. Das ist nicht so einfach. Ich versuche mal den letzten, aber ich kann nichts garantieren. Das ist schon mal eine Sackgasse. Ist das auch eine Sackgasse? Würde mich nicht wundern, wenn das, was ich jetzt gehe, auch eine Sackgasse ist, weil es so viele Wege gab. Ist das eine Falle? Bestimmt, so kurz wie er geht vom Ziel, so schnell kann das Ziel doch gar nicht kommen. Aber nee, manchmal gibt es Überraschungen, das Ziel kommt schon. Wer hätte das gedacht? 465, so schnell kann es gehen, ne? Also manchmal machen sie auch Überraschungen bei Maze King. So, Überraschungen mag ich ja gerne. Also, gerne öfter so. Ach du meine Güte, schon wieder so viele Wege. Ach du meine Güte, da bin ich ein bisschen überfordert. Selbst für mich, ja. Ich gehe mal runter, weil der Weg sehr lang ist. Das ist für mich schon mal ein Argument. Er geht auch halbwegs in Richtung des Zieles. Könnte eine Falle sein, aber mal gucken. Wie immer mal gucken. Manchmal ist es eine Falle, manchmal nicht. Wir werden es jetzt mal wieder erfahren. So, da unten, da war eine Abschneidung. Das kann nicht sein, aber nee, da muss es doch so sein. Das ist die Sackgasse. Da habe ich was übersehen. Mal gucken, ob es stimmt. Und, es geht nicht oben lang, sondern unten. Okay. Okay. Kommt man so zum Ziel. Auch gut. Nächstes Labyrinth. Schnell, 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 schnell. 466. Ich mache mal nochmal. Weil wir ein bisschen viel Zeit verloren haben. Beim Gucken. 466. Es geht runter. Also noch 9 Labyrinthe.
bin ein bisschen unsicher, ich guck nochmal. Das ist eine Abschneidung, sehe ich jetzt gerade, sehr gut. Dann kann ich das ja ausschließen. Solange ich nichts übersehen habe natürlich, aber das scheint wohl so zu sein. Es war eine Falle, wenn ich mich nicht recht entsinnt habe. So, und ja, ich habe es mal richtig gesehen, das freut mich. Nein, danke. 467. Sackgasse. Gleich Retry. Gleich ein Retry. So, den Weg habe ich jetzt mal einfach so genommen. Mal gucken, was passiert, wenn ich den nehme. Das ist Sackgasse, gehen wir weiter runter. Oh, das ist ein sehr interessanter Weg. Hat eine interessante Wandstruktur. Er führt ziemlich direkt nach unten, so ganz schön bestimmt. Und interessant, mal gucken, ob das der richtige Weg ist. Könnte auch eine Falle sein. Das Ziel ist zu weit nach oben, sehe ich jetzt gerade. Das sieht unwahrscheinlich aus, dass das der richtige Weg sein soll. Das bringt Skepsis. Der bleibt übrig, den ich jetzt gehe. Aber es geht ein Stück weiter rauf, das ist gut. Hoffentlich bleibt das auch so und es führt wirklich auch zum Ziel. Ja, interessant. Ich hab eine Verbindung zum Ziel gefunden, ja. Hier. Hier, da lang. Wunderbar. Und bei diesem Labyrinth geht das erstmal auch nach unten. Das Ziel ist auch etwas nach unten. Wie schon x-mal Dutzend gehabt, geht es auch wieder nach unten entlang, nach rechts. Ist der so kurz? Nee, das kann nicht sein. Das ist ein bisschen zu schnell. Also selbst für mein Gefühl wäre das zu schnell. Das müsste schon ein bisschen raffinierter sein. Und es geht dementsprechend auch erstmal nach oben. Aber das ist Sackgasse. Das ist es nicht. Aber dafür hier. Diesen Weg hatten wir noch nicht. Und dann nach unten zum Ziel. Wunderbar. 469. Es geht weiter runter. So, was haben wir hier? Wenn es nach rechts geht, dann geht es nicht weiter. Ah, und diese Abzweigung, da geht es auch nicht weiter, sehe ich. Dann geht es noch weiter runter. Also ist jetzt nur ein Weg bisher, den wir gehen. Der muss richtig sein. Der ist auch, also das müsste der richtige Weg sein. Rechts geht es nicht weiter, dann bleibt der übrig. Also es bleibt nur der übrig. Ich habe alles schon mal ausgeschlossen. Das Video ist noch nicht abgestürzt. Das freut mich wirklich unglaublich. Aber das heißt noch nichts. Ich warte lieber mal ab, bevor ich noch was sage und dann wirklich das anders passiert, als ich es denke. 470 noch, aber noch 6 Labyrinthe, wenn ich nicht richtig zähle. Also wir schaffen es ja schneller, als ich denke. Das ist gut. Ich glaube, wir haben nur nicht so oft wegen mehrerer Tries so viel Zeit verloren. Und wenn ich einen Second Try gemacht habe, dann habe ich meistens schon mal sofort Retry gemacht. Das ist gut, da spart man Zeit. So, das ist falsch. Hier lang. Ich glaube, es müsste erstmal. Oh, mein lieber Sohn, ja. Es müsste erstmal nach unten gehen. Um es ein bisschen umfangreicher zu machen. Das geht jetzt erstmal nach unten, denke ich. Wie immer. So, und dann erst nach Richtung Ziel. Hier lang. So, hier und dann langsam nach oben, ne? Aber das ist Sackgasse. Oh! Der dritte Versuch. Habe ich nicht genau geguckt, muss ich mal gucken.
Das ist Sackgasse, das stelle ich wirklich mal aus. So, hier habe ich noch nicht geguckt. Da habe ich noch nicht genug geguckt. Ist das eine Falle oder nicht? Aber sieht blöd aus. Also es ist eine Sackgasse. Also es kann nur der sein. Bestimmt habe ich irgendwas übersehen. Wo? Ich habe was entdeckt, weil man hier lang geht. Ich weiß nicht, ob wir den gegangen sind. Ich glaube nicht. Wenn wir den Weg entlang gehen, hier so, dann kommen wir in dieser Abspaltung. Ich habe das Gefühl, dass wir doch das benutzt haben. Mal gucken. Ah ne, der führt zum Ziel, also haben wir den nicht benutzt. Okay. Ja, manchmal täuscht man sich, ne? Da muss man immer konzentriert bleiben, damit man das auch merkt. Eine Minute genau benutzt dafür. 471. Und das Video ist immer noch nicht abgestürzt. Das freut mich wirklich enorm, ja. Also ich hoffe mal, das bleibt. Das wäre mal ein Event. Das wäre mal gut. Ja, hoffentlich bleibt das so. Wirklich. Also ich möchte nicht, dass das Video abstürzt. Aber das Tablet, wenn ich mal anfühle, ist noch... Ja, ist eigentlich genauso warm, wie wo ich es schon mal gesagt habe. Hat sich nicht so viel verändert. Also gutes Zeichen. Hier geht's nicht lang. Okay, dann muss weiter rauf gehen. Gucken wir uns das mal an. Da oben. Gehen wir mal da. Da. Hier lang. Nee, nicht da. Sondern... Nein! Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Das ist eine Zeitverschwendung. Das soll man nicht machen. Hier lang, bitte nicht. Vielleicht schaffen wir das noch. Oh mein Gott, das könnte... Nee, das schaffen wir nicht mal. Oh nein. Das mag ich ja gar nicht. Das muss ich den ganzen Labyrinth nochmal machen, weil ich das knapp versäumt habe. Verdammt. Dass mir das auch immer wieder passiert. Das ist echt ärgerlich. Also nochmal den ganzen Weg. Hier lang, da unten und dann... Wo war das nochmal? Dann geht's dann nach oben. Nee, es war nicht der. Etwas... Es war der. So, hier. Da oben und dann links. Das ist aber auch ein langer Weg, muss man sagen. Hier verliert man ordentlich Zeit. Weil man diese Sackgasse, die gerade eben, die war echt tödlich, ne? Also hätte ich das nicht gemacht, so was, genau, dieser Weg da, was jetzt kommt, da rechts da, hätte ich es vielleicht noch geschafft. Ich glaube, ich hätte es wirklich geschafft. Also das ist, glaube ich, der Killer hier, dieser Weg. Vielleicht ist das auch das Thema dieses Labyrinthes. Geh nicht in diesen langen Weg, sonst verlierst du so viel Zeit, dass du stirbst. 472. Oh mein Gott, also das ist ja wohl entgegengesetzt. Also das Ziel befindet sich ganz oben rechts an der Ecke sogar. Und wir sind ja fast unten links an der Ecke. Also wenn man da nicht so viel Zeit brauchen würde, wüsste ich auch nicht weiter. Aber hier geht's rasch nach oben. Das ist gut. Hier da, ja. Das ist gut. Haben wir schon mal einiges gespart. Aber es geht jetzt wieder so außen rum. Das ist der falsche Weg. Scheiße. Hier ist auch falsch. Oh nee, das war eine Falle. Nö. Das ist aber blöd. Nee, das können wir sowas von knicken schon wieder. Der dritte Versuch. Ja, bei mir geht auch langsam die Konzentration auch wieder weg nach so über 20 Labyrinthen. Das merkt man schon, ja, das ist nicht so einfach, die ganzen 5 Level durchzuhalten, aber ich versuche mal weiter dran zu bleiben, ohne nachzulassen, wenn es geht. aber es geht nicht so leicht. Das ist der falsche Weg. Nee, da nicht.
das ist Sackgasse, das kann es nicht sein. Aber darum. Ah, es gibt einen Weg darum. Wo geht er hin? Da lang, okay. Es gibt eine Hoffnung in diesem Labyrinth. Und zwar dieser Weg. Da rein, in diesem Zickzack. Und dann haben wir es geschafft. Gut, ja. Eine Badewanne mit Quietschenten. Alter. So, nächstes. Es geht da runter. Okay, es ist bis nach ganz unten. So, das Ziel befindet sich aber auch ganz unten, aber auf der rechten Seite. Wir sind fast links. Ja. Aber ich sehe eine Lücke, die führt dann auch wieder nach unten. Also nicht da, sondern ab hier oben, da, ja. Da müsste es dann, also wenn es so weit, dann kann es dann nur nach unten gehen und dann bleibt ja eigentlich nur der Weg übrig. Ja, das ist der Weg. Gut, hätten wir das auch auf Anhieb geschafft, wenigstens. 473 und jetzt kommt 474, das vorletzte Labyrinth übrigens. So, es geht dann hier runter. Das ist Sackgasse, das kann nicht sein. Wenn ich nicht was übersehen habe, wir kennen das Spiel. Immer ein Risiko, nicht wahr? Das ist immer so ein Risiko. Aber es geht jetzt Richtung Ziel langsam. Ja, aber es ist falsch. Okay. Es geht, ich sehe aber unten einen Weg. Nehmen wir mal den. Wir mal da lang gehen und dann weiter runter. Hier, ja, genau den meine ich jetzt. Den gehen wir jetzt mal und dann da oben Sackgasse, aber es geht dann. Nein, nicht da. Und darunter, ja. Hier lang und dann. Wollte ich sagen nach oben, aber es ist auch wieder Sackgasse. Das ist schon die zweite Umweg jetzt. Auch wieder Sackgasse. Ich lach mich tot, das ist ein lustiges Labyrinth. Aber jetzt hier. Das ist jetzt der endgültige direkte Weg zum Ziel dann. Okay. Vier Umwege, das hat man auch noch nicht. Witziges Labyrinth. So, und das letzte Labyrinth, da sind wir angelangt. Labyrinth Nummer 475. Ja, das letzte Labyrinth, Mann. Leute. Das scheint jetzt mal endlich mal das Ende zu sein von dieser Serie, in diesem Video. Es geht nach ganz unten. Upsala. Oh, nee, ganz cool bleiben, ganz cool, ne. Machen wir einen Retry, scheiße. Hab ich irgendwie versaut. Tut mir leid. Aber das Video ist nicht abgestürzt. Das ist mir am wichtigsten. Okay. Was geht dann hier so rauf? So. Hier rein, da. Im Prinzip immer weiter nach unten sehe ich jetzt, aber auf eine ganz stockende Art und Weise. Hier runter und dann da und dann hier und dann da. Hier runter. So, jetzt haben wir es aber langsam. Da lang. Rechts, zack und so. Und jetzt haben wir es geschafft. So soll es sein. Sehr gut. Jetzt haben wir tatsächlich diese 25 Labyrinthe geschafft. So. Wer hätte das gedacht? Wie immer, ne? 450 bis 451 bis 475, gucken wir mal, die drei Sterne sind vorhanden, scheinbar, ja, bei allen 25 Leveln, das ist gut, nur einmal, mal rückwärts, okay, sieht gut aus. Okay, Mission erstmal erfüllt, quasi, gehen wir mal weg, und ich habe mir überlegt, wie wäre es, wenn wir wieder mal... Wir haben ja längere Zeit den Time-Mode nicht gemacht, also machen wir mal heute den Time-Mode. Bereit. Aber, ich warne, ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Ich werde es mal öfters versuchen, aber ich
kann nicht versprechen, dass ich wieder meinen Rekord breche. Muss auch nicht immer sein, man kann ja auch mal verlieren. Also wir haben ja oft genug gewonnen, finde ich. Eigentlich haben wir nur gewonnen. Aber von daher, ja. Aber mal gucken. Aber das ist auch ein schwieriges Labyrinth, sehe ich gerade. Aber ich gehe mal in diese Richtung. Aber es könnte eine Falle sein. Deshalb werde ich es auch mehrmals versuchen. Mal gucken. Und... Aber es sieht gut aus. Nee, es sieht nicht mehr gut aus. Ja, das meinte ich. Das ist eine lange Sackgasse gewesen. Sowas gibt es halt in diesem Time-Mode ganz üblich. Was das Ganze eben als eine schwieriger macht und als eine Herausforderung darstellt. Ja, man darf auch nicht stocken, weil sonst verliert man auch Zeit. Das geht nicht. Ja, nicht einfach. Das ist echt schwer. Man braucht Glück und man muss irgendwie das Richtige wählen, aber... Da bin ich doch ein bisschen überfragt manchmal bei Time Mode. Das ist gar nicht so einfach. Es kommt von oben, sehe ich gerade, wenn ich vom Ziel zurückgucke, also muss es dann weiter rauf gehen. Sieht schlecht aus. Ja, haben wir nicht geschafft. Ja. Nächster Versuch. Schaffen wir das besser oder nicht? Wir haben das in einer Minute, etwas über eine Minute geschafft. Da muss man schon sehr gut sein, unter einer Minute zu schaffen. Das ist wirklich nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Verdammt, das sieht nicht gut aus. Da muss man schon gut sein, ne? Aber das scheint der richtige Weg zu sein, weil er so lang geht. Das ist gut. Welcher Weg ist richtig? Ich gehe mal den Weg. Ich nehme mal den Weg, der sich weiter weg bewegt. Das scheint ein guter Zeichen zu sein. Weiter weg bewegen bedeutet Umfang und das ist in diesem Labyrinth der Fall. Und deshalb glaube ich, dass das der richtige Weg ist. Also ruhig bei Time Mode den Weg nehmen, der am unwahrscheinlichsten aussieht oder der weiter wegführt. Hier, da. Oh ne, das könnte eine Falle sein, scheiße. Hier ist eine Falle, nicht neben, aber hier. Da. Hier den Weg nehmen. Den Weg, ja. Ist der richtige Weg, ja. Ich glaube, dass der richtige Weg ist. Ja, das ist auch der richtige Weg, aber. Leute, wir haben dafür leider, meine Güte, 18 Sekunden gebraucht. Also nochmal, letzter Versuch. Sieht aber schlecht aus. Also, Nee, warte, ich versuch's noch ein bisschen weiter. Vielleicht kann man es noch schaffen, aber es sieht schlecht aus, ja. Man muss schon gut sein, ja. Schwierig. Braucht Übung, auf jeden Fall. Geht aber langsam nach links, sehe ich gerade. Ja, das ist schon eine Herausforderung. Unter einer Minute bei Time Mode. Das merke ich auch gerade. Ich weiß nicht, wie ich damals so gut hinbekommen habe. Irgendwie war ich so offen beim Adrenalin. Könnt ihr euch mal ansehen, das Video wieder mal. Wie ich das hingekriegt habe, keine Ahnung. Nee, ich habe keine Ahnung. Aber es scheint jetzt weiter rauf zu gehen. Vielleicht ist das der richtige Weg. Er geht so lang jedenfalls. Ich gehe mal den unwahrscheinlichen Weg hier lang. Und das war der falsche, aber geht weiter runter. Vielleicht hier. Hier da. Einmal im falschen Weg ist eigentlich ein schlechtes Zeichen. Ja, wir haben schon mal leider wieder etwas über eine Minute gebraucht. Das hat nicht funktioniert. Nee. Ja. Sieht schlecht aus, Leute. Sieht schlecht aus, obwohl ich so konzentriert war, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Es geht aber weiter runter, das ist gut, das scheint der richtige Weg zu sein, aber... Uiuiui, nee, aber ansonsten sehe ich schwarz. Immer den Weg. Den da, den weiter drauf, hier da. Hier mal da oben. Vielleicht habe ich Glück. Und... Oh mein Gott, ich glaube, diesmal haben wir es echt gut drauf. Oh mein Gott, ich glaub's nicht.
In 56 Sekunden, mein Gott, wir haben es geschafft. Wir sind 4 Sekunden schneller. Also es kommt offenbar auf das Labyrinth an, merke ich gerade. Also manche Labyrinthe, da scheint der Weg kürzer zu sein. Ist krass, aber bei manchen nicht. Aber dafür sind die Sackgassen länger. Aber nee, das war ein kürzerer Labyrinth. Also ich glaube, wir können nur bei kürzeren Labyrinthen so gut punkten. Da haben wir Glück gehabt, dass wir da den richtigen Weg finden konnten. Und dass es ein kurzer Labyrinth war. Ich habe den Eindruck, dass es so ist. Bin mir nicht sicher. Aber fair wäre es ja nicht, ne? Okay, interessant. Wir haben es geschafft. Das ist ein gutes Zeichen. Bisher haben wir es eigentlich immer geschafft. Das wird das nicht mehr so sein bei Time World. Ich glaube, das wird das letzte Mal sein, dass wir das so richtig gut hinbekommen haben. Weil unter 56 Sekunden, das ist schon krass. Also, muss schon sagen. Auch wenn ich das, wenn wir das geschafft haben. Aber das ist echt krass. Das kriegt man nicht so einfach hin. Das kann ich wirklich sagen, weil ich habe es ja auch so ungefähr so weit geschafft. Ich habe es, glaube ich, so unter 50 Sekunden geschafft sogar. Aber mehr schafft man wirklich nicht mehr. Time Accurate Ranking, gucken wir uns das nochmal an, diesen Ranking, wie gut wir sind, das interessiert mich mal. Wo sind wir, kann man mich finden, ne, gucken wir mal ganz unten. Hä, da steht ja gar nicht drauf, wo wir, wie gut wir sind, oder? Ja, Punktzahl, Time Accurate, wir sind schon richtig, Time Attack Ranking, ne. Rang 10, Rang 11, Punktzahl. Also das ist ja echt eine verrückte Sekundzahl. Alles gefaked, ganz sicher. Aber unsere war, soweit ich weiß, 56 Sekunden irgendwas, ja, da müssen wir uns finden, mal gucken. Wie heißen die? Hooting Witch, soweit ich weiß. Hooting Witch, irgendwas mit welchen Nummer dahinter, kann ich mir nicht merken, aber... Ja. Ich mag übrigens den Namen Hooting Witch nicht so gerne. Hey, könnte ich theoretisch umändern, aber bin zu faul. Ich lasse das mal so. Hooting Witch, das klingt so ein bisschen... Wie ein Hut. Naja, also das ist so mein Ding. Gucken wir uns mal die Punktzahl an. Das Ranking meine ich. So, das ist schon mal Rang 325. 46 Sekunden ist auch schon enorm gut, muss man echt sagen. So, jetzt gucken wir mal. Also meine Hoffnung ist, dass wir... unter Rang 750 sind. Aber ich glaube, das müssen wir schon schaffen. Sagen wir mal unter Rang, ich schätze mal jetzt, 6, nee, ich bleibe bei 750. Ich bleibe bei 750. Es wird nämlich schon sehr nah hingehen. 50 Sekunden, das ist auch schon sehr gut. Also wirklich. 50 Sekunden, das ist eine Traumzeit. Also wirklich, also ob, das sieht zwar so lächerlich aus mit Rang 598, aber 50 Sekunden ist schon eine Traumzeit. Das ist schon. Ich glaube, meine beste Punktzahl, meine beste Sekundzahl war in meinem Handy 45 Sekunden irgendwas. Also das ist schon. Da habe ich wirklich mein aller. Also da war ich nicht nur mein Bestes, sondern habe ich wirklich darüber hinaus, überragend. Also da habe ich alles so, überragender Zustand. Ich hatte so alles Kaffee getrunken etc. Also. Sowas kriegt man nur in Ausnahmezuständen, Ausnahmetagen, Ausnahmezeiten hin. Das ist nicht so einfach. Also es sieht bloß nicht unterschätzen mit Rang 700 irgendwas. Also das ist schon nicht ohne. Und die meisten haben ja gefaked. Also von daher kann man sich eigentlich nicht beschweren. Seht ihr, jetzt sind wir schon bei Rang 800. Also mit 750 lag ich auch nicht so verkehrt. Jetzt hoffe ich doch bei 1000. Das hätte ich sagen sollen, ob wir bei 1000 sind. Unsere letzte Punktzahl war ja 1-0-0, das kann man sich auch mal angucken. Aber warte mal, ich bin mal gespannt. Oh, das sieht nicht gut aus, schaffen wir das? Noch 3 Versuche, dann über 1000. Oh, schaffen wir das? Oh, nee, sieht nicht so aus, oder? Wir sind jetzt bei 1000. Oh ne, wir haben es knapp verpasst. Also sind wir über 1000 leider noch. Schade. Aber ja, eines Tages vielleicht, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Das wäre natürlich nice, ne? Also unter 1000, das ist schon mal ein Ziel, das man sich setzen kann. So, jetzt müssten wir langsam kommen. 1000 irgendwas. Wo sind wir? Hier, da sind wir. Obere 1% steht da, was auch immer das heißen soll, keine Ahnung.
Hootingbitch 33268, du. Punktzahl 56 Sekunden 19. Rang 1069, da steht der obere 1%, was auch immer das heißen soll, keine Ahnung. Obere 1%. Vielleicht etwas über 1% heißt es. Ah, obere 1% heißt von 1% eher oben, okay. Jetzt gucken wir mal, als wir jetzt bei Rang 100 waren, wie das war. Also jetzt sind wir bei, das war jetzt Rang 1069, aber Ränge sind ja nicht so interessant, natürlich, ja, und trotzdem will ich mal kurz wissen, wie das aussieht, aber man sieht schon, ne, also jetzt bei 56 Sekunden und dann, es geht schon weg, ne, also man sieht schon, es kommt 57, ja. 57. Es dauert schon lange, bis man bei einer Minute kommt. Ja, es dauert schon lange. Oh je, das ist ein richtiger Happen, ne? Diese paar Sekunden. Man denkt ja, oh, wir sind schon bei 58 Sekunden, noch 2 Sekunden. Nee, ist ein richtiger Happen. Weil da andere Leute auch das erreicht haben, natürlich, ne? Wenn man was Einzigartiges auf der Welt machen will, dann muss man schon. Ha! Sehr extrem verrückt gehen. Man muss etwas machen, was wirklich, also was jenseits der Vorstellungen liegt, das muss man dann machen, wenn man was Einzigartiges gemessen auf der ganzen Welt etwas machen will. Das ist kein Scherz, also da muss man schon sehr verrückt sein. Man könnte locker sagen, oh, das hat noch niemand gemacht. Nee, da muss man echt auch, das hat bestimmt irgendwelche Leute gemacht. Ja, das ist, die ganze Welt ist eben. Das ist schon was anderes, ja. Da kann man nicht einfach so wetten. 1-0, hier war. Ah, ich muss mir überlegen. 1-0-0, irgendwas war das so in dieser Art. Ich habe 49. 1-49, glaube ich, war das. Gucken wir mal das an. Ich glaube, das war das. Aber ich kann mich auch irren, aber nehmen wir an, das war 1-49 und schon, ne? Über 1500. Also, wir haben uns schon, kann man sagen, auch selbst hier bei 10038 oder so, bei 500. Also wir haben uns über 500 Ränge verbessert, heißt von 1500, heißt also um ein Drittel, ne? Um ein Drittel haben wir uns auf dem Rang gesteigert, nur weil wir 4 Sekunden schneller sind. Also 4 Sekunden können schon was ausmachen, ne? 4 Sekunden, also das ist alles, seht ihr, die ganzen Leute da, die haben wir alle überholt. Hier, ne? Hier, zack. Diese haben wir alle überholt. Tja. 56, da sind wir irgendwo, ja. Ja, wenn ich mal finde. Aber hier irgendwo waren wir. Naja, gut. Okay. War interessant. War interessant, ja. Also, Fazit kann man sagen jetzt bei Timeout. 4 Sekunden können bei geringeren Punktzahlen durchaus was ausmachen. Auch wenn es nicht so aussieht. Also jede Sekunde lohnt sich. Also es lohnt sich das mehrmalige Versuchen. In diesem Sinne wünsche ich ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag. Ja. Und beim nächsten Mal machen wir dann tatsächlich die letzten Labyrinthe bis zur Hälfte erst. Meine Güte. Zu groß haben wir die erste Hälfte des ganzen Spiels mal geschafft hier. Die ersten 500 Labyrinthe von 1000, mein Gott. Wir sind doch unter der Hälfte, ne? Also noch ist das längst nicht vorbei. Machen wir dann also nächstes Mal von 476 bis 500. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen werden und sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.